selbstgemachtes Erdnuss- oder Nussmus aus dem Deluxe Blender. Gebe Nüsse, ein Teelöffel Öl und einen gestrichenen Teelöffel Salz in den Blender und verschließe ihn mit dem Deckel. Durch mehrfaches Drücken der Pulstaste zerkleinerst du die Nüsse. Um daraus nun ein Nussmus herzustellen, stellst du das Programm Grind an und lässt es maximal eine Minute laufen. Unterstütze mit dem Stößel und schiebe die Masse vom Rand wieder nach unten. Nach einer Minute wartest du ca. 10 Minuten, damit sich das Nussmus etwas abkühlen kann. Dann stellst du erneut das Programm Grind ein und lässt es wieder für eine Minute laufen. Du benötigst ca. 3 Durchgänge und dann hast du ein ganz feines, cremiges Nussmus zubereitet. So schnell und einfach kannst du jedes Nussmus auf diese Art zubereiten. Thank you.